Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Staatsministerin Roth, sehr geehrte Frau Despot, sehr geehrte Frau Azoulay, sehr geehrter Herr Dr. Podolsky, liebe Gäste, liebe Freunde und Freundinnen des Jüdischen Museums Berlin. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung EVZ meets JMB. Der russische Krieg gegen der Ukraine, Konsequenzen für die Geschichtspolitik. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und dem Jüdischen Museum Berlin. Mein Dank geht schon jetzt an Frau Dr. Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung EVZ, und Frau Dr. Wilke, Referentin des Vorstandes der EVZ, für die schöne und sehr produktive Zusammenarbeit. Seit nun fast einem Jahr, seit dem 24. Februar 2022, führt Russland einen völkerrechtswidrigen, extrem zerstörerischen Krieg gegen die Ukraine. Im Zuge dieser akuten humanitären Katastrophe in der Ukraine zeichnet sich auch eine Bedrohung anderer Art ab. Der Einbruch dieses Krieges in Europa stellt erinnerungskulturelle Gewissheiten in Frage. Welche dieser Gewissheiten sind brüchig geworden oder haben sich für uns im Laufe des Krieges geändert? Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für deutsche, jüdische und ukrainische Erinnerungskulturen und Geschichtspolitiken? Dies sind Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind und die zudem aus unterschiedlicher Perspektive möglicherweise auch unterschiedliche Antworten erfordern. Denn deutsche, jüdische und ukrainische Erinnerungskulturen sind unterschiedliche Erinnerungskulturen. Es freut uns deshalb sehr, auf unserem Podium unter der Leitung von Frau Dr. Despot mit Frau Staatsministerin Claudia Roth, Frau Floriane Azoulay, der Direktorin des Arolsen-Archivs, und Dr. Anatoly Podolsky, dem Direktor des Ukrainian Center for Holocaust Studies in Kiew, womöglich auch unterschiedliche Perspektiven vertreten zu haben. Und wir freuen uns sehr auf eine spannende Diskussion. Dr. Anatoly Podolsky ist direkt aus Kiew via Zoom bei uns. Die Diskussion wird in Deutsch und Ukrainisch mit Simultanübersetzung geführt. Falls Sie noch keine Headset für die Simultanübersetzung haben, so können Sie sich am Eingang mit einem Headset versorgen. Ich bedanke mich bei unseren Übersetzerinnen Olena Bikovic und Lumila Schneer für ihre Arbeit. Mein Dank geht auch an Dr. Daniel Wildmann, Programmleiter der W. Michael Blumenthal Akademie, Stefan von Zwoll, Falk Schneider und die Mitarbeiter von ArtLights für die in Kooperation mit der EVZ Konzeption und Organisation unserer Veranstaltung. Musikalisch begleitet wird der Abend von Juri Gurgi und herzlichen Dank an Ihnen. Wir hatten schon bei Hineinkommen die Musik genossen. Ich freue mich nun sehr, den Abend an Frau Dr. Despot und unsere Panelisten und Panelistinnen hier und in Kiew übergeben zu geben. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Ganz herzlichen Dank, Hetty Berg. Einen schönen guten Abend, verehrtes Publikum, Frau Staatsministerin, liebe Gäste. Ich nehme schon einmal Platz und bevor die Gäste, die Expertinnen auf das Podium kommen, lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zu dem thematischen Rahmen des heutigen Abends. Es klang auch schon an, Frau Berg sagte es bereits, seit einem Jahr haben wir einen neuen Krieg in Europa.
Russische Raketen schlagen ein in Kiew, in Dnipro, in Kharkiv, in Zhytomyr und in einer Vielzahl weiterer ukrainischer Städte. Diese Luftanschläge haben es abgesehen auf die Infrastruktur des Landes, auf die Lebensadern des Landes. Die russischen Invasoren legen aber auch Bibliotheken, Archive, Museen in Schutt und Asche. Es geht um ukrainische Kulturgüter, die gegenständlichen, aber auch die geistigen. Und der Kreml negiert, grob geschichtsklitternd, die eigenständige, kulturelle, auch die historische Identität der Ukrainerinnen und Ukrainer und negiert damit die Staatsfähigkeit eines längst ja demokratischen und souveränen Ukraines. Dieser Krieg, der so geführt wird, zwingt uns also auch auf das andere Schlachtfeld, die Geschichte und die Kultur zu schauen. Denn zu den Waffen des Krieges zählen nicht nur Panzer und Raketen. Es zählen auch Narrative und Geschichtsmythen. Die Erinnerungskulturen selbst, könnte man sagen, sind umkämpft. Oder nochmal anders gesagt, dieser neue Krieg nötigt uns, im Lichte dieser gegenwärtigen Gewalt die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, unsere Erinnerung an die nationalsozialistischen Massenverbrechen in Osteuropa zu aktualisieren und die blinden Flecken, die es ja auch gibt, auf unserer mentalen Landkarte auszuleuchten und wo nötig auch zu vervollständigen. Und um eben dieser Aufgabe zu begegnen, hat die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ihre EWZ Conversations-Reihe initiiert. Unser Ziel ist es, uns auseinanderzusetzen mit instrumentalisierter, mit verzerrter Geschichte im Krieg und ganz allgemein der Geschichtspropaganda im heutigen Fall Russlands entgegenzutreten und ukrainische Perspektiven, Multiperspektivität im Allgemeinen hineinzuholen in den Diskurs, in den faktenbasierten Diskurs. Und es ist unser Auftrag, eben ein geschichtsbewusstes, aber eben gleichzeitig auch ein verantwortungsbewusstes Erinnern zu befördern im Hier und Heute. Und wir tun dies heute Abend in der 5. Folge mit Gleichgesinnten im Schulterschluss mit dem Jüdischen Museum Berlin. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für diese so wichtige, so wertvolle Kooperation. Ganz herzlichen Dank. Sie sind heute Abend hier im Jüdischen Museum. Sie haben sich hier eingefunden. Wer ist aber die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft? Erlauben Sie mir nur ein paar Schlaglichter zu werfen auf die Stiftung. Sie wurde gegründet im Jahre 2000 durch Gesetzeskraft des Deutschen Bundestages zum Zweck individueller Auszahlungen an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Entschädigt wurden insgesamt, sehr spät muss man sagen, 1,6 Millionen Menschen in 100 Ländern. Seit dem Abschluss der Zahlungen engagiert sich die Stiftung humanitär für Überlebende des Nationalsozialismus. Sie fördert historisch-politische Projekte. Sie steht ein für eine sehr lebendige Erinnerungskultur. Wir engagieren uns in Deutschland, aber eben auch in Mittel- und Osteuropa und in Israel. Und wir setzen uns ein gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus und jede Form von Diskriminierung. Die Ukraine war und ist von Anfang an ein Partner- und Schwerpunktland der Stiftung EVZ. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941, das Unternehmen Barbarossa, war ein Vernichtungskrieg auf dem Territorium der ukrainischen Sowjetrepublik. Insgesamt 8 Millionen Soldaten und Zivilisten, einschließlich 1,6 Millionen Juden, fielen dem NS-Verbrechen zum Opfer. Über 2 Millionen Zwangsarbeiterinnen, vor allem Frauen und Mädchen, wurden als sogenannte Ostarbeiterinnen verschleppt, um Sklavenarbeit zu leisten. Und in dieser Erinnerungsverantwortung verstehen wir uns in unserem Engagement für und mit der Ukraine. Und so hat die Stiftung in den vergangenen 20 Jahren über 700 Projekte gefördert. Seit Beginn des Krieges haben wir fast 1,6 Millionen Euro an
42 Projekte, Sofort- und Nothilfen bewilligt. Wir haben 2 Stipendienprogramme für Aktivistinnen und für VertreterInnen der Zivilgesellschaft aufgesetzt. Und wir werden in diesem Jahr 10% unseres gesamten Fördervolumens in ein Solidaritätsbudget für die Ukraine geben. In diesem Zusammenhang, ich denke, es wird gleich sichtbar auf der Leinwand, lassen Sie mich nur hinweisen auf einen Spendenaufruf, wenn Sie mögen. Sie können auch heute schon spenden. Ihre Spende käme ab 10 Euro über QR-Code Überlebenden des Nationalsozialismus in der Ukraine zugute. Wir haben ein Netzwerk mit gefördert, das sich eben um Überlebende kümmert, die selbst keine familiäre Unterstützung haben mehr vor Ort und in sehr prekären Bedingungen im Moment leben. Wir kommen nachher noch mal darauf zurück, aber nur so viel schon einmal vorneweg. Und heute an diesem Abend wollen wir versuchen, eben diese Zäsur des Krieges uns, wenn das überhaupt geht, einen Reim darauf zu machen, was Erinnerungskultur angeht. Wir wollen Antworten geben auf diese Fragen. Welche Konsequenzen ziehen wir aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine? Wie muss vielleicht eine aufgeklärte, verantwortungsbewusste Geschichtspolitik aussehen? Was bedeutet das heutige Erleben von Gewalt und Leid und Flucht für die ukrainische, für die jüdische, für die deutsche Erinnerungskultur? Und bezeugen wir vielleicht in diesem Moment eine neue Erinnerungsschicht, die die Ältere überformt? Und darüber möchte ich gerne sprechen und lade sehr herzlich die Gäste aufs Podium ein, die Expertinnen, die schon angekündigt worden sind, allen voran Kulturstaatsministerin Roth, Floriane Azoulay und Herr Podolski, der uns gleich auf dem digitalen Kanal noch einen Schluck aus der Tasse nimmt, ganz wunderbar, uns gleich Gesellschaft leisten. Ich darf ganz herzlich bitten und auch um Applaus. Herzlich willkommen auf dem Podium. Guten Abend. Good evening. So, vielleicht möchten Sie sich schon ausstatten, auch mit den Kopfhörern. Das gilt auch für das Publikum. Es gibt nur einen Kanal. Es wird simultan gedolmetscht, ukrainisch-deutsch. Und ich darf auch gleich starten, Herr Podolski, mit einer Frage an Sie. In dem Vorgespräch, das wir geführt haben vor einigen Tagen, haben Sie gesagt, wir waren erstmal sprachlos. Am 24. Februar waren wir im Schock. Wir wussten nicht, wie und was sagen. Jetzt ist ein knappes Jahr vergangen seit dem Angriff auf Ihr Land. Deshalb die Frage an Sie heute. Wie nähern Sie sich als Historiker und Holocaustforscher, der Sie sind, und Ihre Kollegen den Gewaltverbrechen der Gegenwart an? Wie wirkt die Gegenwart auf die Vergangenheit? Sie haben gesagt, es fällt uns schwer als Historiker, die wir den Holocaust und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ja lehren und vermitteln an die Jüngeren. Es fällt uns schwer, in dieser Gleichzeitigkeit zu denken und zu lehren. Wie fällt heute Ihre Antwort aus nach einem Jahr? Guten Abend, teure Damen und Herren. Ich bin sehr geehrt, hier sein zu können. Frau Roth, Andrea, Floriane, ich grüße Sie alle. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Die Frage ist natürlich sehr kompliziert. Ich würde sehr gerne einige sehr wichtige Thesen unterstreichen. Die Russische Föderation hat mein Land angegriffen vor 9 Jahren. 8 Jahren und 365 Tagen.
Und seit dem 24. Februar 2022 haben wir ein ganzes Jahr Februar schon. Das ist ein Februar, der nie endet. Das ist ein Aggressor, der uns vernichten möchte. Das ist das heutige Russland. Aber man muss auch sagen, vor 9 Jahren hat man uns schon einen Teil des Gebietes weggenommen. Ein Teil von Gebieten Donetsk und Luhansk und auch die Krim wurde annektiert. Und sie haben, es ist mit dem zu vergleichen, wie man einem Menschen eine Hand abhackt. Und das wurde gemacht von der Russischen Föderation, damit die Ukraine ihren Weg in Richtung europäischer Werte und der europäischen Familie nicht fortsetzen kann. Und das ist sehr schwierig, weil die Proteste auf dem Maidan vor 9 Jahren, diese friedlichen Proteste, als die Menschen damals protestiert haben gegen dieses verbrecherische Regime von Janukowitsch und dieser Wunsch der Ukrainer nach dieses Streben nach Freiheit, nach Menschenrechten, das ist alles unser Kampf für etwas ganz Einfaches, aber auch etwas ganz Schwieriges. Wir kämpfen dafür, nicht mehr Teil eines Konzentrationslagers zu sein. Und Russland ist die Fortsetzung der Sowjetunion. Das ist auch eine Art Lager. Wir wollen keine Kolonie mehr sein. Wir wollen ein freies Land sein. Und jetzt ist es wichtig, dass die Menschen, die jetzt die Ukraine verteidigen, ist die Generation meines Sohnes, die 91 geboren sind und später, die jungen Menschen, die schon in der unabhängigen Ukraine geboren wurden. Das ist auch sehr wichtig zu sagen. Und stellen Sie sich vor, Kiew, meine Heimatstadt, ist den Bombenangriffen ausgesetzt. Und im Osten natürlich Kharkiv, Mykolaiv, Saporizhzhia, Dnipro. Und wie leben wir diese 365 Tage? In der Ukraine, wir haben täglich Sperrstunde, Luftalarm, wir haben auch täglich um 9 Uhr eine Schweigeminute zu Ehren der gefallenen Soldaten und Zivilisten. Und das ist alles von der putinschen Ideologie verübt worden, von dem russischen politischen Regime und von der russischen Gesellschaft, die das leider alles toleriert und den Diktatoren unterstützt. Und gerettet wurden wir dank Europa, aber auch dank uns selbst natürlich, unserer Kraft, aber auch der Hilfe unserer europäischen Partner. Und noch zwei Worte. Ich weiß noch, was die Frage war, aber ich möchte noch etwas sagen. Ich als Historiker, das hat uns oder mich sehr beeinflusst, da jetzt die ganze Zeit Lehrer und Forscher und die Medien, sie vergleichen ständig diese Verbrechen, die Putins Regime verübt mit den Verbrechen Hitlers. Auch wenn Sie zum Beispiel die Wortwahl beachten in den ukrainischen Medien, wenn man die Besatzer mit den Termini aus dem Zweiten Weltkrieg benennt, ja, man sagt Gauleiter und andere Worte benutzt man. Russland, ja, es gibt ja auch noch schon dieses neue Wort Raschism von Russia und Faschism. Und das ist, das putinsche Russland heute ist eine Symbiose von der narzisstischen, faschistischen und kommunistischen Ideologie. Ein eigenartiger Konglomerat und das ist für die Geschichte auch eine Herausforderung. Wir können vergleichen, aber was wichtig ist, unser Feind, die Russische Föderation, sie instrumentalisieren die Vergangenheit. Sie reißen etwas aus dem Kontext des Zweiten Weltkrieges auch und falsifizieren auch viele Momente, um diesen Übergriff zu rechtfertigen und diese Pläne zu rechtfertigen und auch die Geschichte des Holocaust wird verändert und falsifiziert. Und man sollte noch hinzufügen, eine Minute noch, dass die kommemorativen, die Gedächtnispraktiken oder Erinnerungskultur an die Holocaust-Opfer, sie wurde in den 30 Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit geschaffen. In der
Sowjetunion gab es keine Gedenkstätten an die Gefallenen im Holocaust, an die Ermordeten. Die sind in den letzten 30 Jahren entstanden und die werden jetzt auch unter anderem von der Russischen Föderation vernichtet und zerstört. Museen und andere Sachen, Friedhöfe, das, was die Ukraine in diesen 30 Jahren geschafft hat. Weil jetzt sieht man, dass die Erinnerung auch eine Waffe ist, dass wenn man imstande ist, sich an die Gefallenen zu erinnern, ihnen diesen Tribut zu zollen, dass es jetzt uns auch die Kraft gibt. Und diese Kraft möchte uns, man uns nehmen. Entschuldigen Sie meine Emotionalität. Nein, überhaupt nicht. Das verstehen wir. Das verstehen wir. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie einen ganzen Fächer von Themen aufgemacht haben. Frau Roth, wir haben viele Themen sind schon angeklungen. Die Wucht, mit der die Gegenwart auch auf die Erinnerungen und auf das Vermitteln der Geschichte einwirkt. Wenn ich von kurzem den bedeutenden russischen Schriftsteller Wladimir Sorokin gelesen habe, dann schrieb er zu dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Vergangenheit bombardiert die Zukunft. Was für eine Art Krieg erleben wir, wenn wir aus der Perspektive der Erinnerungskultur auf diesen Krieg schauen? Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute dabei sein kann. Und ich bin nicht als Historikerin dabei, weil ich keine Historikerin bin, aber ich bin als Lernende dabei, die zuhören möchte und begreifen möchte, was hat es tatsächlich für, muss es für Konsequenzen für unser Erinnern haben. Sie haben die blinden Flecken angesprochen, da kommen wir sicher noch drauf, weil die sind verdammt blind, wenn ich das mal so sagen darf. Und Sie haben gerade zu Recht gesagt, dass es 2014 ja diesen Krieg schon gab. Und Sergi Jardin hat in einem wichtigen Text geschrieben, was macht der Krieg mit uns, was macht der Krieg mit unserer Sprache. Und das hat er nicht jetzt geschrieben, sondern 2014. Also müssen wir uns auch die Frage stellen, haben wir da weggeguckt? Haben wir es nicht wissen wollen? Haben wir Abkommen geschlossen, aber uns eigentlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt? Ich versuche das wirklich seit fast einem Jahr. Nächste Woche Freitag ist ja der Tag, ein Jahr, 24. Und ich glaube, dieser Krieg hat sehr unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Dimensionen. Er ist ein brutaler Angriffskrieg, der alle Regeln internationalen Rechts, die es ja auch in Kriegszeiten gibt, mit Füßen tritt. Sie haben es gesagt, dieser Angriff auf die Infrastruktur, die Angriff, systematische Angriff auf Zivilisten, der Tausende von Menschen, Kinder, Frauen, Männer zum Opfer gefallen sind, deren Heimat genommen wird, zerstört wird. Die Heimat wird ihnen genommen, die größte Flüchtlingstragödie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Krieg ist aber auch, und ich befürchte, das wird immer noch unterschätzt, und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, mit der wir uns, ich gucke meine Kolleginnen an, in unserem Haus beschäftigen, ist ein unglaublich gefährlicher Propagandakrieg. Ein unglaublich gefährlicher Propagandakrieg, wo das Mittel der Lüge, der Desinformation, der Fake News mit einer wahnsinnigen Waffe der Propaganda in die Köpfe und in die Herzen der Menschen fließt. Wladimir Kamina hat mir gesagt, Claudia, ihr müsst das viel ernster nehmen. Er hat als Schriftsteller gesagt, das ist wie eine Atomwaffe, diese Propaganda. Was macht die mit den Köpfen der Menschen? Wie vergiftet sie die Köpfe der Menschen, die Herzen der Menschen? Wie sickert sie ein? Und das passiert in Russland, das passiert in Belarus, das wird versucht in der Ukraine und das passiert auch bei uns. Das passiert auch bei uns. Und im Bundestag haben wir solche Stimmen, die genau diese Propaganda in vielen, vielen Reden wiedergeben. Und da, glaube ich, müssen wir daraus Konsequenzen ziehen. Was heißt Berichterstattung? Wie können wir der Propaganda etwas entgegensetzen? Präsident Zelenskys Berater war mehrere Male bei uns, bei mir, und hat darum gebeten, sagt, helft das russische
Journalisten, die fliehen mussten aus Russland, weil sie selber so massiv unter Druck sind, dass die in einer Exilmedienstruktur wahrhafte Berichte, Wahrhaftigkeit berichten können, dass wir die russische Sprachwelt oder dass wir die russischen Kreise erreichen können, dass wir tatsächlich mit Exilmedien versuchen, etwas entgegenzusetzen. Ich bin in permanentem Austausch darüber mit dem ukrainischen Kulturminister, mit Oleksandr Tikhoschenko. Und der dritte Krieg, und das sage ich jetzt als Kulturstaatsministerin, der dritte brutale Krieg ist der Krieg gegen die Kultur. Der systematische Krieg gegen die Kultur, der Versuch der Auslöschung dessen, was kulturelle Identität ausmacht. Oleksandr hat mir gesagt, im November waren schon über 1000 Kultureinrichtungen angegriffen, beschädigt oder zerstört. Und zwar systematisch. Systematisch werden Museen angegriffen. Systematisch war eines der ersten Angriffsziele, wenn ich mich richtig erinnere, Mariupol und das Theater in Mariupol, wo 300 Menschen versucht haben, sich zu retten, ist zerstört worden. Die Menschen waren alle tot. Und als ich in Odessa war, mit Oleksandr, waren wir auch in der Bibliothek der Stadt Odessa. Und die Bibliotheksdirektorin, das werde ich nie vergessen, hat mit Tränen in den Augen gesagt, Frau Roth, wir haben hier 5 Millionen Bücher. Diese 5 Millionen Bücher sind unser Gedächtnis. Das sind wir. Und der Versuch, dieses Gedächtnis anzugreifen, versucht uns als souveränes Land, als mit einer eigenen Kultur zu zerstören. Und in Cherson ist das ja auch passiert. 13.000 Bilder, 13.000 Kunstwerke sind gestohlen worden, sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, zum Teil kaputt gemacht worden, auf die Krim gestohlen worden. Also dieser Versuch, dieser Krieg gegen eine Kultur, der ist wirklich brandgefährlich, weil er dem Ziel dient, was Putin ja behauptet, dass es die Ukraine gar nicht gibt. Dass es die gar nicht gibt, also muss man alles zerstören. Und mit welchen Mitteln gearbeitet wird in der Propaganda, das ist halt ehrlich gesagt, das habe ich mir nicht vorstellen können, dass so etwas im 21. Jahrhundert passiert, diese Behauptung der sogenannten Entnazifizierung. Und dieser Entnazifizierung, dieser sogenannten, die Behauptung, die russische Armee führt den Kampf jetzt in der Ukraine weiter. Und dabei kommen dann aber Menschen ums Leben, Jüdinnen und Juden ums Leben, die gegen die Nazis gekämpft haben. Oder die Behauptung, es sei ein Kampf gegen den Satanismus, gegen den Satanismus zur Bewahrung des orthodoxen Christentums, mit propagandistisch von Kirill. Oder es hat, nachdem endlich beschlossen wurde, dass Leopardpanzer geliefert werden, Russia Today gemeldet, dass jetzt aus Deutschland Gaskammern in die Ukraine geliefert werden, um Russen zu vergasen. Also ich meine, das ist so unbeschreiblich und da, glaube ich, muss wirklich eine Gegenkraft entstehen, um diesen Narrativen, diesem Geschichtsrevisionismus und dieser brutalen Geschichtspropaganda etwas entgegenzusetzen. Genau, das wollen wir heute auch noch mal aufnehmen. Nein, das ist genau richtig. Deswegen, das wollen wir ja auch ausleuchten. Und wir haben hier eine nicht nur Praktikerin, sondern auch eine Leiterin eines Archivs, der Arolsen Archives, das wichtige Wissensbestände beheimatet und auch ein Anlaufpunkt ist natürlich für viele Suchende und Forschende, auch aus der Ukraine und auch viele Dokumente, Briefsammlungen zum Beispiel aus den 40er Jahren von ukrainischen ZwangsarbeiterInnen unter ihrem Dach zu finden sind. Also nochmal, um eine Bestandsaufnahme zu versuchen, jetzt knapp ein Jahr danach. Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine, Frau Azoulay, auf Ihre Arbeit im vergangenen Jahr aus? Welche Bezüge, welche Verbindungen zum aktuellen Kriegsgeschehen treten zutage bei Ihnen? Ja, vielen Dank. Ich denke mal, ich kann direkt anknüpfen an das Thema Vernichtung des Kulturguts
und Propaganda, weil ich glaube, in unserem Archiv werden diese absolut diese beiden Themen einfach wirklich komplett verkörpert. Also für diejenigen, die die Arolsen Archives nicht kennen, nur so ein paar Worte. Wir wurden unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, damals als Suchdienst. Es ging darum, Verwandte von NS-Opfern zu ermöglichen, ihre Geliebten zu finden, im Grunde genommen. Und dafür wurden systematisch alles gesammelt, was das einfach dokumentieren konnte. Also wir reden von Karteikarten aus Konzentrationslagern, wir reden auch von Dokumentation über Zwangsarbeit, Listen aus Gefängnissen, sämtliche Fragebögen, die von den Alliierten damals erlassen wurden und die einfach ausgefüllt werden sollten von allen Gemeinden in Deutschland, wer wo gelebt hat zwischen 37 und 45. Dann wurden auch Dokumentationen über die Überlebende auch gesammelt. Ne? Das waren Überlebende, die in den Displaced Persons Camps, die Dokumentation wurde gesammelt. In den letzten 75 Jahren haben sich über 3 Millionen Leute an uns gewandt, die einfach Informationen haben wollten. Und es gibt sehr viel Information. Es gibt auch sehr viel, was wir nicht haben. Das wird auch ein Thema heute Abend sein, weil in vielen Fällen wurde einfach nicht dokumentiert. Zu der Ukraine insbesondere haben wir zu den Unterlagen zu der Zwangsarbeit haben wir auch die sogenannten Filtrationsakten. Wir haben Kopien von Dokumentationen aus der ehemaligen Sowjetunion, die unmittelbar nach 1990 fotokopiert worden ist. Als die Archive sich nach und nach geöffnet haben, nach der Fall der Mauer, sind einfach die Angestellten von dem damals Suchdienst einfach gereist und haben alles kopiert, was sie kopieren konnten, weil man endlich mal Zugang hatte zu den Dokumentationen. Wir haben 1,4 Millionen Akten, sind Personalakten von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine, von ehemaligen Soldaten, also Kriegsgefangenen, die in die Ukraine zurückgehen und da einer Untersuchung untergehen müssten, um zu prüfen, ob sie tatsächlich wieder reintegriert werden können oder ob sie umerzogen werden oder ob sie loyal oder nicht, dem Regime nicht loyal sind. Diese Akten, wir haben schon 1,4 Millionen Akten, es sind noch sehr viele in der Ukraine, in den verschiedenen Archiven. Und diese Dokumentation ist sehr wichtig, weil sie zeigt Brüche und Kontinuitäten, ne, und die Schicksale von Menschen, ne, die verschleppt, verfolgt werden, befreit und dann wieder geht es weiter eine zweite Verfolgung. Und das ist ein sehr wichtiges Bestandteil der Erinnerung. Es musste ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur werden. Wir wissen, dass Archive heute in der Ukraine einfach, dass Bestände vernichtet werden. Es wird zerstört. Es ist eine Folge von Zerstörung, ganz einfach von Kriegshandlungen. Es ist auch eine Folge von der Zerstörung der Infrastruktur. Klimatische Bedingungen können nicht mehr aufrechterhalten werden. Wir wissen, Papier aus dem Zweiten Weltkrieg ist schlechter Qualität. Wenn es zu feucht wird, ist alles zerstört. Und noch dazu kann man sich vorstellen, unter der Besatzung von der russischen Armee, dass Quellen, ne, die einfach diese neue Version der russischen Geschichte widerlegen, einfach nicht mehr erwünscht werden. Die werden entweder vernichtet oder beschlagnahmt und wir werden sie nie wieder sehen, weil sie genau diese Geschichte des Leids unter dem Sowjetregime einfach erzählen, weil sie auch erzählen, dass unter den sowjetischen Soldaten sehr viele Ukrainer auch waren. Also das ist eine andere Geschichte, die einfach das Regime nicht erzählen möchte. Unsere Rolle dabei ist, mit den Mitteln, die wir haben, ist, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine zu helfen, diese Dokumentation zu digitalisieren und zur Verfügung zu stellen. Und das tun wir zurzeit in Vinnytsia. Es sind weiter Filtrationsakten. Wir identifizieren andere Orte, wo wir im Grunde genommen Digitalisierungsfähigkeiten einfach hinschicken können und dann die Dokumente erschließen können. Ganz konkret. Ja, natürlich, bitte. Ich möchte gerne ergänzen, das war auch etwas, was sehr schnell deutlich wurde, dass wir helfen über Digitalisierung. Und zwar tatsächlich die Archive, da kommen ja auch, wir haben ja Mittel zur Verfügung stellen können, haben eine Taskforce gegründet und da war das sehr schnell, kam der Wunsch der Digitalisierung. Und ehrlich gesagt, am Anfang habe ich es gar nicht so verstanden, wie wichtig das ist. Aber dann zu sehen, wie systematisch
tatsächlich, wie Sie sagen, in Stadtverwaltungen angegriffen werden und alles kaputt gemacht wird, alles zerstört wird, dann wird klar, dass Digitalisierung vielleicht etwas retten kann. Übrigens auch Digitalisierung in den Museen, um dann Kulturgüter, die geklaut worden sind oder verschleppt worden sind, die dann vielleicht auf irgendwelchen schwarzen Märkten auftauchen, dass man da den Besitz tatsächlich feststellen kann. Also wir haben da ziemlich viel Wert darauf gelegt und auch unterstützt, damit genau diese Digitalisierung stattfinden kann. Das Tolle an Digitalisierung ist, dass man zwei Sachen kombiniert. Das ist das Retten, Aufbewahren von dem Kulturgut und relativ schnell zur Verfügung machen, einfach zeigen. Und zeigen heißt wiederum, Quellen zur Verfügung stellen, um Propaganda zu widerlegen. Und das ist total wichtig. Herr Podolsky, wir haben ja gerade gehört, also es, die eine Richtung, in die Überformung versucht wird, initiieren von russischer Seite, von propagandistischer Seite, ist die ukrainische Geschichte, die historische Identität auszulöschen. Auf der anderen Seite war und ist die Erinnerung an ukrainische Identität, an das Land, an die eigenständige Kultur, ein blinder Fleck. Es klang auch schon verschiedentlich an. Wir haben als Stiftung EVZ eine Studie in Auftrag gegeben und gefördert, die ein, wie ich finde, unglaublich schwieriges oder bestürzendes Ergebnis zutage gefördert hat. Nur 1% der Befragten assoziiert die Ukraine mit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir sehen eine Gleichsetzung überwiegend von Russland und der Sowjetunion und wir haben überhaupt keine Wahrnehmung und oder auf unserer mentalen Karte kein Wissen auch darüber, wie und dass die Ukraine so massiv betroffen war von nationalsozialistischen Verbrechen. Also wir haben von zwei Seiten kommend sozusagen das, die Notwendigkeit der Behauptung. Wie ist Ihre Erklärung als Holocaust-Forscher, als Historiker und auch jetzt, wenn Sie auf die Geschehnisse der Gegenwart schauen? Erstens, wie können wir diese blinden Flecken besser ausleuchten und warum verfangen diese propagandistischen, zerstörerischen und auch exklusiven Geschichtsnarrative Russlands so gut, muss man leider sagen? Vielen Dank. Ja, ich stimme zu mit meinen Kolleginnen. Und das ist eine Politik von modernen Russland, die Vergangenheit zu instrumentalisieren und die Ukraine als ein Subjekt aus dieser Vergangenheit zu streichen. Es ist offensichtlich, dass die Russische Föderation in den letzten 20 Jahren hat diesen Krieg vorbereitet. Die Ukrainophobie war sehr groß. Und in Russland ist eine ganze Generation aufgewachsen, dass der Meinung ist, dass die Ukraine kein Recht hat auf die eigene Identität, Kultur und so weiter. Ein historischer Kontext ist folgende. In Zeiten des Zweiten Weltkriegs, die Ukraine und viele andere Völker, die keinen eigenen Staat hatten und ein Teil von dem sowjetischen totalitären Staat waren, aber auf dem Territorium von Ukraine fanden Kämpfe statt. Fast 5 Millionen Ukrainer waren bei der Roten Armee. Auf dem Territorium der Ukraine, der Großteil von Massenbeerdigungen von den Opfern, von den Gefallenen, das war das Territorium, was auch besetzt war von den Nazis. Und wenn wir über die jüdischen Gemeinden sprechen, so sind die meisten Menschen auch auf dem Territorium der Ukraine gefallen und auch in Litauen, Belarus, die von der Sowjetunion okkupiert waren. Modernes Russland hat das Gedenken, die Erinnerung über den Zweiten Weltkrieg privatisiert. Das war Putins Idee schon länger als 10 Jahren, die Rolle von Ukrainern und Ukrainerinnen zu mindern und ihre Teilnahme in den Zweiten Weltkrieg. Sie wissen ja alle, dass im modernen Russland sowohl die Historiker, aber auch in der Gesellschaft ist es verboten,
über den Vertrag von Stalin und Hitler, Ribbentrop-Molotow-Pakt, zu sprechen in 1939. Und im 1941 die Regimes von Stalin und Hitler waren Verbündete und haben zusammen diese Verbrechen begangen. Und sogar noch in 2010 der Kriegsverbrecher und der Mörder Putin hat verkündet, dass der Zweite Weltkrieg wurde ohne Ukraine gewonnen, und auch die Verneinung von dem Hunger in der Ukraine und auch der Hass auf den ukrainischen Kultur und den Staat und Staatlichkeit, das sind alle Merkmale von der modernen russischen Politik. Und diese Politik war aufgebaut auf den Lügen über die Vergangenheit. Das ist wichtig zu verstehen. Meiner Meinung nach haben wir heute die Regierung von Putin-Regime, was aus drei Bestandteilen besteht. Also es ist die KGB, die Geheimdienste, die zusammen mit der Kriminalität ihre Verbrechen begeht, und es sind die Lügen. Die Lügen an die eigene Gesellschaft und auch an die Welt. Und die Sprache. Die Sprache ist auch ein Instrument. Die Verneinung der Stalinismusverbrechen, die Verneinung von Holodomor. Die Putin-Ideologie besteht aus Ukrainophobie und Antisemitismus. Der Umgang mit Ukrainern, der verächtliche Umgang mit Ukraine im Laufe des Zweiten Weltkriegs. All das wird jetzt instrumentalisiert in diesem Krieg. Und es ist eine Propaganda, die einen Einfluss nimmt auf die russische Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist heute feindlich eingestellt zur europäischen Kultur und zur ukrainischen Kultur. Und noch ein wichtiger Faktor. Es ist sehr wichtig. Die russischen Intellektuellen können nichts tun. Die russischen Historiker, die ich seit vielen Jahren kenne, haben Angst, selbst Mitleid zu verkünden. Und noch mehr, die Historiker, die Holocaust studiert haben, sie haben nicht einmal ihre Stimme erhoben gegen diese Invasion. Für sie das Schicksal der Juden im Zweiten Weltkrieg ist ein Instrument. Und heute, wenn wir sehen, dass die Verbrechen gegen die zivile Gesellschaft in der Ukraine begangen werden, schweigen diese Historiker. Sie haben sogar Angst, mir einen Brief zu schreiben, um einfach Teilnahme auszudrücken. Ja, Herr Podolsky, für diese Einblicke vielen Dank. Ich möchte den Gedanken aber nochmal an Frau Soleil weitergeben. Sie haben bestimmte Erklärungen, Erläuterungen gegeben, warum dieses russische Narrativ so stark ist und auch so nachwirkt. Trotzdem nochmal bei Ihnen nachgefragt. Die jüdischen Opfer, die im Zweiten Weltkrieg zu beklagen waren, wieso verfängt auch gerade bei jungen Menschen diese horrende historische Verdrehung der russischen Seite doch eigentlich so gut, muss man sagen? Warum funktioniert dieses Argument, das gebracht wird, auch wenn uns die Haare zu Berge stehen? Das ist wie immer eine komplizierte Frage. Also Tatsache ist in der Tat, dass diese Lügen, also diese Verschwörungstheorien sehr gut Zuspruch finden, ne, in der Gesellschaft und besonders bei jungen Menschen. Ich habe hier ein paar Studien angeschaut vor dieser Tagung, vor diesem Symposium aus Frankreich und aus Deutschland, um zu gucken, ob es tatsächlich westeuropäisch auch verbreitet ist. Ist der Fall. Man merkt, es ist konsistent. Alle Umfragen zeigen, dass gerade bei jüngeren Leuten, die wirklich mit Social Media sozialisiert wurden, also 16, 20, das Zuspruch extrem hoch ist. Ne? Wir haben zum Beispiel in Frankreich Studie vor ein paar Monaten, 25% der Jugendlichen glauben aus Frankreich, dass Butscha, dass die Bilder eine Inszenierung der ukrainischen Regierung ist.
Ebenfalls 30% derselben Leute glauben, dass die Bilder vom Kapitol in den USA auch falsch sind, also ein Fake sind. Das sind wirklich, es ist diese gesamte Zweifeln im Grunde genommen an das, was gezeigt wird. Deutschland wiederum, das ein bisschen nochmal hierher zurückzubringen, es sind 32 der jungen Leute, also der Bevölkerung, es ist eine Umfrage aus der Gesamtbevölkerung, glauben, dass in der Tat Putin würden gegen eine globale Elite vorgehen, indem er den Aggressionskrieg auf die Ukraine umsetzt. Eine absolute, blatante antisemitische Chiffre, das ist ganz klar. Und 40% im November glauben wirklich, dass der Krieg seine Reaktion auf die Provokation der NATO. Also das ist, die Umfragen zeigen, es werden immer mehr glauben das, also innerhalb von 6 Monaten, also die Zahlen sind höher, dass es funktioniert wirklich gut. Das passt sehr gut zusammen mit anderen Umfragen, die wiederum zeigen, dass das Wissen einfach immer weiter abnimmt. Es wird immer weniger gewusst über Nationalsozialismus zum Beispiel. Es gab Jewish Claims Conference, hat gerade eine Studie veröffentlicht aus den Niederlanden. Frankreich ist dasselbe, Deutschland ist dasselbe. Das Wissen nimmt überall ab. Man weiß, also Jugendliche, also insgesamt die Bevölkerung weiß immer weniger. Und die Memo-Studie zeigt auch, die sie auch im Auftrag geben, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen glauben, ihre Eltern oder die Familie seien Widerständler oder Opfer gewesen. Das sind, es ist irre. Also da müssen wir uns wirklich fragen, wir als Institutionen, die einen Bildungsauftrag haben, na, was machen wir falsch? Also ich glaube, das ist auch eine Zeit, um zu gucken, wie arbeiten wir und was haben wir falsch gemacht. Ja, und welche Gemeinschaftsaufgabe es braucht. Sie haben ja ein politisches Zeichen, Sie als Kollektiv im Deutschen Bundestag gesetzt. Holodomor, Herr Podolsky sprach es an, ist als Völkermord eingeordnet worden auf Beschluss des Bundestages. Das war im November 22, im vergangenen Herbst. Können Sie uns vielleicht ein bisschen näher bringen, wie dieser Krieg auch das Geschichtsverständnis informiert hat oder auch beeinflusst hat? Also Frau Asselet hat gerade gesagt, das Wissen wird immer weniger. Die Frage ist, wie viel Wissen war da, aber auch, wie viel Wissen war überhaupt da? Ich glaube tatsächlich, war Erinnerung vielleicht noch nie so wichtig oder hat nochmal eine ganz andere Bedeutung jetzt bekommen, und zwar Erinnerung in die Gegenwart und in die Zukunft. August Bebel hat das, glaube ich, auch gesagt. Wenn man sich nicht erinnert, dann kann man die Zukunft nicht gestalten, so ähnlich. Ich muss aber jetzt nicht August Bebel zitieren. So, ich will nur sagen, natürlich habe ich mich selber ja gefragt, glaubend, dass ich mich intensiv mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe, mit der fürchterlichen Schuld, mit den Tätern. Aber ehrlich gesagt sind verdammt blinde Flecken bei uns. Und ich glaube, ein Problem, wenn man sagt, haben wir die europäische Geschichte oder die europäische Perspektive wirklich im Auge gehabt, dann war das vor allem, wenn überhaupt, die westeuropäische. Polen vielleicht, Frankreich ja vor allem. Da haben wir wirklich auch in der Schule und so gelernt. Aber die osteuropäische Perspektive ist eigentlich kaum vorgekommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann tatsächlich, wenn wir durch den Bundestag gehen und die Graffitis angucken, das waren immer, klar, das waren sowjetische Soldaten, die uns befreit haben. Putin hat aber aus den sowjetischen Soldaten russische gemacht. Also auch da eine Umdeutung. Er redet von russischen. Und es ist so wichtig, wenn ukrainische Freunde, das gucke ich Juri an, oder Gäste in den Bundestag kommen und sagen, aber das ist ukrainisch, das waren ukrainische Soldaten. Und da haben wir auch noch mal im Bundestag eine Arbeit, glaube ich, das zu kontextualisieren. Das waren nicht alles russische, auch russische Soldaten haben uns befreit. Aber es waren auch belarussische, es waren auch ukrainische. Man kann lesen, Kiew kommt relativ regelmäßig vor. Also diese Nichtwahrnehmung, wer das war und was tatsächlich die Verbrechen waren. Es gibt ja natürlich zu Recht eine
auch eine oder es gibt eine, zu Recht eine Bearbeitung der grauenhaften Verbrechen, wenn ich an Leningrad denke. Aber in der Tat, wer hat wirklich von Babyn Yar erfahren? Wer hat davon, wo haben wir dieses Wissen nicht weitergegeben oder uns überhaupt nicht genügend drum gekümmert? Wann ist uns bewusst oder wann haben wir dazu gearbeitet, dass es, ich glaube, 2000 Erschießungsorte in der Ukraine gab. Dass es, Sie haben es gesagt, 1,5 oder 1,6 Millionen Jüdinnen und Juden, die ermordet worden sind. Als ich in Odessa war, habe ich einen Überlebenden des Holocaust getroffen, der mir dann an dem kleinen Gedenkort, der entstanden ist und der noch weiter ausgebaut werden soll, der mir erzählt hat von einem grauenhaften Verbrechen, das in Odessa begangen worden ist, wo Menschen in einem Haus angezündet worden sind. Das habe ich noch nie gehört und habe dann plötzlich gemerkt, meine Güte, wie blind sind wir und woher kommt es noch? Ich glaube, möglicherweise wollten wir, wenn ich mal über von dem Wir rede, vielleicht das auch gar nicht so wissen. Denn es waren ja auch uns Verbrechen, die die Wehrmacht begangen hat. Und wie lange wurde gesagt, ja, Wehrmacht, das waren ja nur die willigen Helfer von Hitler. Aber diese, vielleicht hat das auch einen Grund, dass es so blind blieb. Oder dass dieses grauenhafte Vorurteil der slawischen Menschen, vielleicht hat das auch noch mitgewirkt. Also ich glaube, wir tun unglaublich gut daran, wenn wir uns dran machen, das vorhandene Wissen nicht verloren gehen zu lassen, aber auch neues Wissen uns anzueignen. Und zwar in einer europäischen Perspektive, die sehr unterschiedlich ist und deswegen, also die sehr unterschiedlich ist von Tätern und von Opfern und die aus einer europäischen Perspektive, die das soll leisten, ein zu entstehendes Dokumentationszentrum, Gewaltherrschaft im Nationalsozialismus, was alle über 20 Länder mit einbezieht und aus diesen Perspektiven gemeinsam europäisch uns die Geschichte aneignet, neu aneignet, ohne die um der Umdeutung was entgegenzusetzen. Aber ich habe mir wirklich, glauben Sie mir, wirklich viele, viele Gedanken gemacht, wie kann das eigentlich sein, dass einfach gar nicht vorkommt, dass wir es nicht genügend erfahren haben und dass wir daraus jetzt tatsächlich einen gemeinsamen Auftrag gemeinsam europäisch ziehen müssen. Bevor ich Sie als Publikum auch gerne mit Ihren Kommentaren und Fragen in unser Gespräch holen möchte, möchte ich noch mal eine Runde auf dem Podium machen und eben genau diese Frage, Frau Roth, die Sie gerade formuliert haben. Was leitet sich für einen Auftrag ab? Was können wir tun? Wo können wir ansetzen? Herr Podolsky, vielleicht zuallererst in Ihre Richtung. Was können die Historiker, Historikerinnen tun? Wie können Sie wirken? Wir haben gerade gehört, die Fakten, das Faktenwissen geht nach unten. Gleichzeitig haben wir eine enorme Aufmerksamkeit im Moment gerichtet und gelenkt auf dieses Thema und auf diesen blinden Fleck. Also wie können Sie und Ihre Zunft, wenn ich so sagen darf, helfen, es besser zu machen? Vielen Dank. Ich würde noch kurz etwas ansprechen. Die erste These, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Deutschland hat sehr viel daran gearbeitet, aufgearbeitet. Und Deutschland ist, das moderne Deutschland ist ein Beispiel der Sühne, der Anerkennung, der Aufarbeitung, der Verbrechen des Dritten Reiches, der Forschungsarbeit, der Bildungsarbeit. Und in der Ukraine, in den letzten 20 Jahren, haben die ukrainischen Institutionen historisch versucht, zusammen mit deutschen Kollegen was zu machen und schon viel gemacht. Und ein großes oder schönes Beispiel ist Erinnerung bewahren, Zachistemu Pamyat. Und dieses Projekt heißt jetzt Erinnerungsnetz. Das ist ein Forschungs- und Bildungsprojekt, ukrainisch-deutsches Projekt,
Und dank dieses Projektes in 5 Oblasten, in 5 Regionen der Ukraine haben wir schon mehr als 30 neu entstandene Denkmäler und Memorialen. Wir arbeiten mit Geschichtslehrern. Und das ist schon ein sehr gutes Beispiel, kraftvolles Beispiel. Und was Frau Roth gesagt hat, dass diese 2000 Erschießungsorte in der Ukraine, dass sie existieren. Ja, und mehr als 60% sind schon markiert und es gibt dort schon Gedenkstätten. Und das wurde alles möglich gemacht in der unabhängigen Ukraine. In der Sowjetunion hat man das einfach vernachlässigt alles, die sogenannten Ostarbeiter, die jüdischen Opfer. Die Sowjetunion hat das menschliche Leben nicht geschätzt. Das war nichts, genauso wie es heute in Russland ist. Und das ist wichtig, dass wir mit der Erinnerung arbeiten. Und die richtige Erinnerungsarbeit ist Waffe, wie Sie gesagt haben. Ein Beispiel, 2019 haben wir in Ivanopil, Januspil, Gebiet Zhytomyr, eine Gedenkstätte eröffnet, nicht weit von Berditschew übrigens. Dort hat man 800 Juden ermordet, also quasi fast, oder die gesamte jüdische Bevölkerung, da waren die Einsatzgruppen von Wehrmacht und SS und sie haben sie alle vernichtet. Und 70 Roma vernichtet. Und wir haben ein Gedenkmal eröffnet, den jüdischen Opfern, den Roma. Und vor 3 Jahren war das. Und da war der Bürgermeister von Ivanopil anwesend und er hat gesagt, wir haben diesen Menschen diesen Tribut gezollt. Wir erinnern uns an sie und indem wir uns an sie erinnern, haben wir diesen Menschen ihre Würde zurückgegeben und wir haben unserer Stadt ein Stück der Bevölkerung zurückgegeben. Und er hat gesagt, es war 2019 und jetzt, wenn Russland Ukraine überfällt und uns einfach nicht leben lassen möchte, dass wir heute noch uns an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern, dass wir imstande dazu sind. Und das ist unsere Waffe auch. Das ruiniert auch ein Stück weit diese putinsche anti-ukrainische Propaganda. Und das ist ungemein wichtig, Erinnerungsarbeit und auch die Sachen bei Namen zu nennen. Man muss sagen, ja, russische Raketen haben im März letzten Jahres einen Teil des Memorials, des Holocaust-Memorials in Kharkiv schon zerstört. Und auch in Baben Yar ist eine Rakete eingeschlagen. Das waren russische Raketen. Und Russland ist meiner Meinung nach, Russland versucht, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu privatisieren, zu monopolisieren. Sie versucht, die Rolle von Ukraine, aber auch von Großbritannien, von den Amerikanern zu vernachlässigen, sozusagen als klein darzustellen, auch von anderen Völkern der Sowjetunion diese Rolle klein zu reden. Das ist eine Politik, eine bewusste Politik. Und am 24. Februar 2022, vor einem Jahr, die russischen Raketen und Bomben die Menschen getötet haben in Kiew, Tschernihiw, Kharkiv, Mykolaiv, in Dnipro, in Saporizhia. Sie haben, diese Bomben haben auch das moderne Russland vernichtet. Jetzt darf Russland sich diesem Geschichtsmythos, Siegermythos nicht mehr schmücken. Das ist jetzt offensichtlich. Russland ist jetzt Hitler-Deutschland und Stalinische Sowjetunion in einem Paket sozusagen. Das ist ein Land, das ein anderes Land besetzt. Das sind auch Besatzer und sie haben jetzt jedes moralische Recht verspielt, über diesen Sieg zu reden im Zweiten Weltkrieg oder den zu monopolisieren. Und ein meiner Freunde aus der studentischen Zeit, auch ein Historiker, der hat diese Zeit in Butscha verbracht, die Zeit der Besatzung. Er hat mir Fotos von seinem Auto geschickt. Und auf diesem Auto haben die russischen Soldaten, das Auto wurde verbrannt und ich weiß nicht, wie unsere Dolmetscherin das übersetzen. Sie haben dort geschrieben, wir werden euch alle vernichten. Und dann so ein abschätziger Bezeichnung der Ukrainer noch. Wir werden euch alle vernichten. Und das geht aber nicht nur um Ukrainer. Ukrainer, Juden, Tataren, Aserbaidschaner, Georgier, all die
in der Ukraine leben, die Bürger der Ukraine, das ist die politische Nation. Es gibt jetzt diese politische Nation. Es sind nicht nur Ukrainer. Und wir sind alle unter Beschuss jetzt und wir sind alle bedroht. Es geht, diese Hass geht nicht nur Richtung Ukrainer, sondern diese neue Kultur, diese neue Freiheit, die wir haben. Und leider diese 25%, ja, die glauben, die Butcher-Bilder sind gefaked, es ist natürlich sehr traurig, es ist so traurig. Und Alexandra Matwitschuk, die ukrainische Nobelpreisträgerin, hat ja gesagt, die Ukraine bekommt diese Auszeichnung in Zeiten des Krieges. Und Frau Matwitschuk hat auch gesagt, die demokratische Welt ist es gewohnt, den Diktatoren nachzugeben. Und man sollte diesen Kreis aus Straflosigkeit durchbrechen. Weil wenn wir jetzt weiter so machen, so sind wir alle unter Bedrohung oder wir müssen dann irgendwann auch Denkmäler bilden für Massenmorde in der Ukraine, ähnlich wie Babyn Yar und andere, damit wir nicht später dafür, dass diese Denkmäler bauen müssen, müssen wir jetzt diesen Kreis einfach durchbrechen. Das ist wichtig. Frau Azoulay, ich würde gerne die Frage auch noch mal an Sie geben. Wir haben jetzt gehört, Erinnerungsarbeit ist wichtig, Aufklärung. Noch mal gewendet, ich weiß, dass Sie mit den Arolsen Archives sehr innovative Projekte und Formate aufsetzen, auch junge Menschen im Blick haben. Ich möchte Sie fragen, frei nach Seneca, der gesagt haben soll, die Vergangenheit ist die beste Lehrerin, die Gegenwart allerdings die schlechteste Schülerin. Wie können wir denn eine gute, kluge Bildungsarbeit machen und aufsetzen, damit junge Menschen so einer verdrehten, verzerrten, propagandistischen Geschichte nicht auf den Leim gehen? Also ich bin wirklich überzeugt, dass man auch junge Menschen dafür interessieren kann und mobilisieren kann, wenn man wirklich an ihre Lebensfragen verknüpft. Ne? Was beschäftigt sie heute? Und von dort ausgehend tatsächlich einfach in die Geschichte geht. Das ist immer in diesem Thema, wer bin ich, was sind meine Handlungsspielräume, was ist meine Rolle, woran glaube ich, welche Werte habe ich? Und damit sie diesen Identitätsfindungsprozess einfach gestalten, den kann man begleiten, indem man einfach sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und das versuchen wir auch zu tun. Was wir noch nicht heute besprochen haben, wir sind wirklich in einer Umgebung, wo tatsächlich polarisiert wird. Also die Gesellschaften sind polarisiert und, glaube ich, wirklich überall. Und es gibt wirklich diese Erosion, ne, an diese Glaube an das Gemeinwesen, ne, diese Solidarität. Das sind wirklich große Fragen, die wirklich, wirklich auf dem Prüfstand zurzeit sind, überall, glaube ich. Und in diesem Kontext, um tatsächlich diese revisionistischen Theorien und Reden und spaltende Narrative einfach entgegenzukämpfen, muss man, glaube ich, wirklich Erinnerungskulturen, Narrative einfach pflegen, die integrierend sind, einfach wo jeder in der Gesellschaft sich einfach ein Teil davon ist. Weil es ist immer wieder das Thema, wenn meine Gruppe, wenn meine Familie, woher ich komme, meine Herkunft wertgeschätzt wird und auch erzählt wird, bin ich auch ein Teil dieser Geschichte heute. Das ist da, wo die beiden wirklich sehr, sehr in Verbindung einfach gesetzt werden. Und dafür plädiere ich immer, dass man das tatsächlich öffnet. Und es öffnet sich zurzeit natürlich ein Erfahrungsraum vor unseren Augen in der Ukraine. Und das muss auch, das haben Sie gesagt, eine zusätzliche Erinnerungsschicht. Dafür plädiere ich immer, die Chancen der Digitalisierung nutzen. Das ist da, wo wir vor Ort sein müssen. Das ist da, wo es sich abspielt. Na, wo da wirklich verlernt wird oder anders gelernt wird. Und da müssen wir dort Formate entwickeln, um Fakten tatsächlich zu verbreiten und wirklich in der Wiederholung, genauso wie andere das auch tun. Aber uns immer einfach fragen, kommt es gut an? Das muss getestet werden. Da müssen wir immer abfragen, weil Propaganda ist sehr, sehr, sehr erfolgreich. Da müssen wir genauso erfolgreich werden und manchmal vereinfachend. Also ich glaube, da müssen wir dort vor Ort sein, wo tatsächlich Jugendliche sind und wo sie auch verlernen, einfach im Grunde genommen. Das erfordert aber
Ressourcen. Das ist tatsächlich ein großes Thema für uns alle, also im öffentlichen Dienst. Wenn man wirklich effektiv sein will und gute Formate, digitale Formate entwickeln muss, das kostet Geld, es muss nachhaltig gestaltet werden. In Kooperation mit anderen, da muss, das erfordert nachhaltige Ressourcen und dafür plädiere ich auch. Mhm. Ja, ich darf Sie jetzt ganz herzlich einladen, mit in unser Gespräch zu kommen. Haben Sie Fragen, haben Sie Kommentare? Haben wir in diesem großen Themenfeld vielleicht noch das eine oder andere nicht ausreichend behandelt? Ich sehe ganz, wir können vielleicht erstmal sammeln, damit wir gut durch die Zeit kommen. Ganz hinten vor der Kamera, genau. Es kommt auch ein Mikro, das Ihnen gereicht wird. Ja, vielen Dank. Ich habe ein ergänzendes Beispiel, Entschuldigung für meine Stimme, das aber ganz gut passt. Mein Name ist Florian Kemmelmeier. Ich arbeite eigentlich fürs Gedenkstättenreferat der Stiftung Topographie des Terrors, kümmere mich da um die Vernetzung von Jugenderinnert-Projekten aus dem Haus von Frau Roth. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier spreche. Bitte? Das ist aber ein sehr gutes Projekt, das hatte ich mir gerade aufgeschrieben. Absolut, hallo. Ja, der Grund, warum ich jetzt denke, was zu sagen zu haben, ist eher ein persönlicher. Ich stamme aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, aus der Stadt Schwenningen. Vor 100 Jahren mal ein weltweites Zentrum der Uhrenindustrie, heute Stadt Villingen-Schwenningen, 80.000 Einwohner. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich vor 8 Wochen vor Weihnachten den Spendenbrief des Hilfsnetzwerks in der Hand hatte und da ein Herr Volodymyr S. als Empfänger einer Patenschaft erwähnt wurde, der 96-jährig in Mykolaiv als ehemaliger Zwangsarbeiter heute lebt. Ich habe nicht schlecht gestaunt, deswegen, weil ich das in meiner Heimatstadt immer verfolgt habe. Da gibt es viel zu Nationalsozialismus, aber nichts zu Zwangsarbeit. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte mit dem Herrn telefonieren. Das ist das erste Zeugnis eines Zwangsarbeiters seit 1945 für die Stadt. Es gab wahrscheinlich 3.000, 4.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Bisher waren 3 namentlich bekannt. Und durch die Arolsen Archives sind wir jetzt bei ungefähr 3.000 Namen, die wir kennen, innerhalb von wenigen Wochen. Und es hat sich eine Initiative gegründet und so weiter und so fort. Tragischerweise ist Herr Scherbina jetzt vor 2 Wochen, 3 Tage, nachdem wir ihm einen Brief geschrieben haben, verstorben. Was ich aber damit ansprechen will, die Leerstellen, es hat sich bisher niemand für diese Menschen interessiert. Es hat vielleicht an Kontakten, Sprachkenntnissen gefehlt. Und insofern ist die multikulturelle Geschichte des Ortes, die nicht nur sich auf Zwangsarbeit bezieht, die es auch gibt vor Ort, die ist bisher in der Heimatforschung schlicht nicht vorgekommen. Und wenn man jetzt den Blick aber einfach in die Städte in Deutschland richtet, auf die ukrainischen Geflüchteten, die dort heute leben und über Dialog nachdenkt, dann glaube ich, gibt es da einfach sehr viel Potenzial. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses gute Beispiel und auch für die Anregung. Ich habe hier noch weitere Wortbeiträge gesehen. Einmal hier in der Mitte, Sie sitzen ein bisschen im Dunkeln, genau, und dann würde ich Ihnen und Ihnen noch das Wort geben. Dann können wir ein bisschen bündeln und machen wir eine Runde, ganz genau. Und wenn Sie sich kurz fassen könnten, denn wir haben einige Wortbeiträge hier, die ich im Saal noch gerne dran nehmen möchte. Danke. Ich probiere es möglichst kurz zu machen. Mein Name ist Johannes Nathan, ich bin Vorsitzender der Max-Liebermann-Gesellschaft und ich möchte eigentlich vor allem einen Dank aussprechen an das Haus von Claudia Roth, an Claudia Roth. Ich bin Mitglied der Steuerungsgruppe des Ukraine Art Aid Centers. Aus ihrem Haus haben wir letztes Jahr 3 Millionen Euro gekriegt und die konnten wir sehr zielführend einsetzen in der Ukraine. Wir konnten über 500 Institutionen mit Hilfsgütern beliefern. Wir konnten über 30 Sattelschlepper in die Ukraine schicken mit Hilfsmaterialien und auch Initiativen direkt vor Ort unterstützen und finanzieren, auch Digitalisierungsinitiativen und so weiter. Und das wollte ich einfach hier in Deutlichkeit erwähnt haben, vielleicht noch verbunden mit der Frage, wie es in diesem Jahr weitergeht. Aber da will ich Sie auch nicht zu sehr. Okay, das kann man vielleicht auch bilateral klären. Aber hier haben wir noch zwei Handmeldungen. Ja,
Okay, danke schön. Hallo, mein Name ist Maria Kremke und ich studiere Osteuropa-Studien. Und ich hätte eine Frage an das Podium, weil es wurde ja gesagt, Sie sehen diese Lehrstellen zum Beispiel zum Thema Backeplan. Es gab seit ganzen Geschichte der Bundesrepublik keine richtige Aufarbeitung dazu, zum Thema Hunger, Toten und so weiter. Und ich frage mich schon, warum... Also das muss ja auch aufgeklärt werden, warum diese Aufarbeitung gefällt hat und inwiefern zum Beispiel jetzt aufkommende Begriffe, wie eigentlich schon immer waren, wie antislawischer Rassismus, jetzt in Ihrer Arbeit, ja eine Rolle spielen werden und vor allem wie das jetzt, wo jetzt zum Beispiel gar keine Forschung gibt zum Thema antislawischer Rassismus, wie das mit Antisemitismus verschränkt ist, zum Beispiel an dem ukrainischen Kontingent Geflüchtete und wie sie dann behandelt wurden seit 30 Jahren. Und genau, mich würde interessieren, ob Sie dazu sich Gedanken gemacht haben und ja, wie. Vielen Dank. Und dann noch eine weitere Wortmeldung. Ja, guten Abend. Mein Name ist Holger Michel. Ich bin Verein von zwei Initiativen, die hauptsächlich psychosoziale Hilfe in der Ukraine unterstützt, aber auch in Deutschland, wo wir versuchen, die Intelligenz ja zu unterstützen, also wirklich dafür zu sorgen, wie wir Historikerinnen und Historiker fördern können, Journalistinnen. Und Sie haben es eben angesprochen, es fehlen die Mittel. Das heißt, meine Frage ist, kann es auch durch einen Zusammenschluss von EVZ und Regierung und anderen Institutionen ganz gezielt auch Programme dafür geben, dass über Geschichte weiter auch geforscht werden kann im Exil? Also wie können wir im Exil Wissenschaftlerinnen auch weiter unterstützen, damit eben auch Narrative weiterhin gesetzt werden können? Mhm. Ganz herzlichen Dank. Frau Roth, darf ich Ihnen gleich das Wort geben? Also Sie haben natürlich absolut eine berechtigte Frage gestellt, wie es weitergeht. Denn das Haushaltsjahr ist vorbei, aber der Krieg ist nicht vorbei. Und deswegen haben wir jetzt schon gesammelt in unserem Haus, wo die Bedarfe sind. Wir hatten im letzten Jahr 20 Millionen zur Verfügung gestellt oder erlangt oder erkämpft, wenn ich es mal so sagen darf. Und wir gehen jetzt wieder in die Gespräche mit Finanzminister und Finanzministerium, weil ganz offensichtlich ist, dass die Unterstützung weitergehen muss. Ich glaube, was gut ist, dass in der Zwischenzeit so ein Netzwerk entstanden ist mit über 110 Städtepartnerschaften, wo bilateral auch Unterstützung passiert. Also wo die alten, traditionellen Partnerschaften, glaube ich, ganz gut funktionieren, aber neue jetzt entstanden sind. Zum Beispiel, ich komme aus Schwaben, die Region, der Bezirk Schwaben hat mit einer Region in der Ukraine jetzt eine spezifische Partnerschaft. Oder Düsseldorf hat gesagt, Rose Ausländer kommt aus Czernowitz. Wir machen mit Czernowitz eine Partnerstadt, weil Rose Ausländer dann in Düsseldorf gestorben ist. Also da gibt es über 110, da läuft sehr, sehr viel. Es war immer ein bisschen das Problem der Koordination, weil das kann auch in der Ukraine nicht ein Kulturminister alles leisten, aber es hat sich sehr viel mehr dezentralisiert und ich glaube, das ist wichtig und gut. Ihre Frage, ich habe es ja vorher gesagt, ich habe ja versucht, mich anzunähern an die eigenen blinden Flecken. Warum ist das gar nicht vorgekommen und was hat das mit der Russland-Fixierung vielleicht auch zu tun? Was hat das? Sie haben völlig recht, dass antislawischer Rassismus, Antisemitismus, wo sind die Zusammenhänge? Und genau das sind die Aufgaben, die dieses Dokumentationszentrum leisten soll. Das soll ein Bildungsort sein, das soll ein Wissenschaftsort sein, das soll ein Gedenkort sein, wo dann mit wissenschaftlicher Expertise in alle Länder, wo diese Gewaltherrschaft war, aufgearbeitet werden soll. Und zwar so aufgearbeitet werden soll, dass sie eben dann auch jungen Menschen was bedeutet. Ich glaube, das ist ganz ein zentraler Punkt. Und Jugend erinnert ist ein guter Ansatz. Ich habe noch in Prag, es war Anfang November, als die Theresienstädter Erklärung diskutiert und nochmal erneuert worden ist, mit der letzten Regierung in Israel noch ein Abkommen geschlossen über einen Zeit
Zeitzeugenprojekt. Ein Zeitzeugenprojekt, das jetzt noch wir gemeinsam Zeitzeugen suchen, dass wir ihre Geschichte aufzeichnen, dass wir sie so aufzeichnen, dass sie in sozialen Medien auch an die Jugend weiter vermittelt werden kann. Oral History, wie geht man damit um? Wie kann man das nicht Begreifbare mit künstlerischen Mitteln versuchen darzustellen? Eine wunderbare niederländische Künstlergruppe, die in Sachsenhausen arbeitet, für Jugend erinnert. Das ist wirklich diese Bereiche, ich glaube, da sind wir dran. Was mir noch wichtig ist, dass ich bin überzeugt, dass dieser Kampf, dieser brutale Krieg von Putin ja auch ein Krieg, ein Kampf gegen die Kultur der Demokratie ist. Weil das hasst er. Er will die Demokratie auslöschen und angreifen. Und mir haben junge Menschen in Odessa gesagt, Claudia, wir kämpfen für unsere Demokratie, für unsere Freiheit, für unsere Selbstbestimmung, all das, was für euch so selbstverständlich ist. Und diese Kultur der Demokratie zu stärken und zu unterstützen in der Ukraine, aber verdammt nochmal auch bei uns, überhaupt mal klar zu machen, was ist Demokratie eigentlich für ein Reichtum? Was ist das für ein Schatz, das ist nicht irgendwas, was man einfach so wegdelegiert. Endlich mal die Demokratiefeinde auch im eigenen Land ernst zu nehmen, sie nicht zu relativieren, das sind keine Einzelfälle, da ist eine Strategie dahinter. Und zu dieser Strategie gehört auch die Entsorgung und die Umdeutung unserer Geschichte, die Relativierung unserer Geschichte. Und ich glaube, es ist viel zu sehr unterschätzt worden, dass das eine klare Strategie ist, die die Sprache umdeutet, die Mitsprache Zeichen setzt. Viktor Klemperer hat dazu geschrieben, und das lohnt sich, Viktor Klemperers Buch nochmal zu lesen, Die Sprache des sogenannten Dritten Reiches. Ich weiß nicht, wie der Originaltitel heißt, aber er beschreibt, wie mit Sprache Propaganda getrieben wird und zuerst das Sagbare kommt und dann das Machbare, dem Angriff auf den Menschen notwendigerweise oder logischerweise in dieser Logik der Angriff auf den Menschen folgt. Und ich glaube, das wird noch sehr unterschätzt, und das ist eine unserer Hauptaufgaben, wo ich versuche, in dem Rahmen, in dem ich arbeiten kann und wir arbeiten, alles dafür zu tun. Darf ich da noch mal nachsetzen und nachfragen, Frau Roth, bevor Sie auch zum Anschlusstermin weiter müssen, wie wird das auf europäischer Ebene diskutiert? Wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen auch ein europäisches Gedächtnis. Wir brauchen Multiperspektivität. Wie diskutieren Sie das unter Ihren Kolleginnen und Kollegen in Europa? Also erstmal ist dieses Dokumentationszentrum, wo es ein sehr umfassendes Konzept jetzt gibt, was mit ganz vielen WissenschaftlerInnen aus all diesen europäischen Ländern mit erarbeitet worden ist, jetzt im parlamentarischen Verfahren. Und ich hoffe, dass wir wirklich zeitnah in die Umsetzung gehen. So, und Sie haben recht, wir versuchen auch, und ich habe auch im Rahmen der Europäischen Union mit unseren Kolleginnen und Kollegen darüber geredet, wie wir die europäische Dimension von den unterschiedlichen Perspektiven viel deutlicher machen können. Alexander Tikhaschenko war bei der letzten Sitzung der europäischen KulturministerInnen in Brüssel, und auch da ist überlegt worden, was heißt denn dieser Krieg in der Ukraine für uns als Europäische Union, für uns alle. Und jetzt ist in der Europäischen Union ja sozusagen die osteuropäische Perspektive sehr viel stärker geworden. Ich glaube, was wir auch für Lehren ziehen müssen, jetzt kann ich mir als Grüne, könnte ich es mir jetzt leicht machen und könnte sagen, es gab bei uns seit Jahren Warnungen, aber das nützt jetzt ja nichts. Das mache ich auch nicht. Aber es ist natürlich gnadenlos unterschätzt worden, die Ideologie und die Strategie von Putin.
Und ich weiß noch vor anderthalb Jahren, als der Bundestagswahlkampf war, als unsere jetzige Außenministerin kritisiert hat Nord Stream 2 und gesagt hat, wir müssen uns befreien von Abhängigkeiten, von Diktaturen, von Autokraten. Da war es verdammt einsam in dieser Einschätzung. Man hat die Augen geschlossen, man hat behauptet, ja, Wirtschaft und Handel führt zu Veränderung und so. Und das ist einfach, ich hoffe sehr, dass diese Relativierung eines Autokraten, und wir wussten doch, wie mit Minderheiten auch in Russland umgegangen wird, wie Menschen unter diesem Druck leiden. Der Professor hat es ja gesagt, dass seine Kollegen in einem Angstraum sind, dass sie sich überhaupt nicht mehr getrauen, laut etwas zu sagen. Also ich hoffe sehr, dass wir daraus tatsächlich wirklich Konsequenzen ziehen. Und es ist schon verwunderlich, natürlich, dass es Demokratie und Meinungsfreiheit und man kann Aufrufe starten, Frau Wagenknecht und Frau Schwarze zusammen. Aber es ist bemerkenswert, dass in diesem Aufruf, der vor ein paar Tagen ja gemacht worden ist, vom Aggressor kein Wort. Er wird nicht einmal erwähnt. Es wird nicht einmal davon gesprochen, dass es ein brutaler Angriffskrieg ist, der Tausende von Toten gefordert hat von Putin. Und das werfe ich diesen Menschen, die diesen Aufruf unterschrieben haben, tatsächlich vor. Sie dürfen das alles, aber sie müssen auch damit rechnen, dass jetzt Gegenwind kommt. Frau Azoulay, es gab ja die eine oder andere Frage noch im Raum, die würde ich gerne auch noch natürlich an Sie geben. Für die Stiftung EVZ kann ich sagen, wir arbeiten auf allen Ebenen. Wir arbeiten kommunikativ, wir haben ein Jahresthema gesetzt. Das ist ganz neu noch in diesem jungen Jahr. Watch Out History, da geht es genau darum, dass wir uns um die Ukraine und Belarus sozusagen zuwenden wollen und das wirklich auch als Thema präsentieren und voranbringen wollen. Auf der Erinnerungsarbeit oder auf Vermittlungsarbeit, Erinnerungsarbeit ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Bildungsarbeit ganz genauso. Wir haben auch ich hatte es eingangs erwähnt, Stipendienprogramme aufgelegt. Wir haben ein nennenswertes Förderbudget aufgelegt, um eben diese Region, aber auch eben diese blinden Flecken peu à peu auszuleuchten. So viel, wie wir tun können und dann natürlich, auch das klang schon an, Allianzen schmieden, Netzwerke bauen, aktiv werden und natürlich mit der Zivilgesellschaft vor Ort in der Ukraine tun wir das schon seit vielen Jahren, aber jetzt nochmal verstärkt. Und Stichwort Exilstrukturen, das ist ein großes Feld, auch eine große Notwendigkeit. Da ist sehr, sehr viel im Umbruch. Wir bauen nichts weniger als unsere Länderstrategien und Länderengagements um, weil wir einfach in Belarus, in Russland unter ganz anderen Bedingungen arbeiten. Und was die Ukraine angeht, auch da sind wir in sehr engem Schulterschluss eben mit den Menschen vor Ort. Und ich werde gleich noch Herrn Podolsky fragen und bitten, uns auch noch das eine oder andere mit auf den Weg zu geben aus der ukrainischen Perspektive. Bevor ich das tue, Herr Podolsky, noch mal Frau Azoulay an Sie. Vielen Dank. Noch ein paar Worte zu diesem Thema der mangelnden Aufarbeitung, des mangelnden Wissens an den Vernichtungskrieg im Osten und in der Ukraine. Ich glaube, das wurde mehrfach gesagt, das steht eindeutig in Zusammenhang, finde ich, mit den Folgen des Kalten Krieges und die Tatsache, dass wir alle diese Geschichte mit der russischen Brille gehabt haben. Es gab keine Visibilität für die Ukraine, für die Ukrainerinnen, für den Staat, auch 30 Jahre danach. Und das ist das Unglaubliche dran. Ich glaube, es sind wirklich tradierte auch Vorurteile wahrscheinlich auch und dieses Unsichtbare, ne? Dass man einfach, und auch weil man den Partner Russland einfach sehr gepflegt hat in Deutschland, das wurde schon erwähnt, aber ich bin Französin in Frankreich auch, aus anderen Gründen. Man ist doch zusammen im Sicherheitsrat.
ne, der UN. Also das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und es gab auch tatsächlich auf der praktischen Ebene sehr wenige Plattformen, wo die Leute sich treffen konnten, Wissenschaftler, Historikerinnen, Bildungsakteuren, einfach um wieder, immer wieder zu übersetzen in die Richtung, in die andere Richtung. Und das ist erst 2015, 16, also ich glaube, die ukrainisch-deutsche Historikerkommission ist 2014, es ist alles sehr spät. Also es wird aufgeholt und nachgeholt. Ich glaube, das ist ein Thema. Zweites Thema, glaube ich, also für Frankreich auf jeden Fall, Holocaust by Bullets, abwesend von der Öffentlichkeit, keine Quellen oder Quellen waren nicht zugänglich und die Quellen gab es nicht wirklich. Und ich kann mich nur erinnern, es ist erst nachdem Pater Desbois einfach rumgereist ist und die erste Ausstellung dazu gemacht hat, dass alle plötzlich entdeckt haben, tatsächlich ein Drittel der jüdischen Opfer sind einfach durch Bullets einfach umgebracht worden. Aber das wiederum finde ich auch interessant, hat sich auch nicht verfestigt, obwohl wir, also 2004, das ist schon eine Weile her, ist es immer noch, glaube ich, das Thema Konzentrationslager, die Maschinerie, ist immer noch das dominante Narrative darüber. Ne? Also dieses, was in der Ukraine passiert und in anderen Orten in Osteuropa mit diesem, dieses Holocaust by Bullets hat sich trotzdem nicht durchgesetzt, obwohl es ein gewisses Wissen darauf gibt. Herr Podolsky, dürfen wir Sie zum Schluss noch fragen, was ist es, das Sie uns mit auf den Weg geben wollen? Gibt es etwas, was Sie uns in dieser schwierigen Situation und Zeit aus der Perspektive hier, wie wir heute zusammensitzen in Berlin, Sie sind in Kiew, als Botschaft mitgeben möchten. Дякую, Андрея, дякую. Я хотів тільки подякувати насправді всім німецьким інституціям, які багато років співпрацюють з українськими науковцями. Vielen Dank, Andrea, und ich wollte mich erstmal bedanken an all die deutschen Institutionen, die seit so vielen Jahren mit unseren Institutionen zusammenarbeiten im Bereich Bildung und auch natürlich bei der Stiftung EVZ, bei dem Arolsen Archive, Stiftung Denkmal und andere Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten. Das ist wahr und kommt von Herzen. Und ich würde mich gerne bei Hilfsnetzwerk bedanken. Das ist auch eine Stiftung, die den Opfern des Nationalsozialismus hilft. Und dieses Jahr, das schon vergangen ist, seitdem der Feind in unser Land eingebrochen ist, überfallen ist. Es wird jetzt weiter auch Lehrern geholfen, den Historikern geholfen, die entweder an der Front sind oder ihre Häuser sind zerstört oder wurden zerstört oder die sind jetzt in den besetzten Gebieten. Und ich habe Kollegen, denen das widerfahren ist. Und unser Center sammelt auch die Spenden und wir unterstützen die Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Stellen Sie sich vor, Lehrer, Geschichtslehrer in Cherson, die dort unter Besatzung gelebt haben, die haben versucht, die Schulbücher, die ukrainischen, zu verstecken in Gebiet Zaporizhia, Kharkiv, Cherson, die unter Besatzung waren oder sind, die ich kenne, zum Teil persönlich. Sie haben Bücher gerettet, Bücher auch zur jüdischen Geschichte, zur Holocaust-Geschichte, die durch unser Center auch verlegt wurden auf Ukrainisch. Sie haben diese Bücher versteckt, verstehen Sie? Sie haben sie gerettet. Ukraine ist ein Land, das wirklich für Menschenrechte und für Freiheit einsteht. Und das ist wichtig. Und wichtig ist auch das, was unser Kollege gesagt hat, die Menschen, die in der Ukraine Holocaust überlebt haben oder Zwangsarbeit, die sind 90 plus jetzt, über 90 und die jetzt auch von Russland bombardiert werden. Und ein ehemaliger Häftling aus Auschwitz, Anastasia Gulay, eine Frau, sie ist jetzt 98, sie ist jetzt in Deutschland. Es wird geholfen, sie wurde aus Kiew evakuiert, wo es noch sehr gefährlich war. Sie ist jetzt in Deutschland und sie hat gesagt, wir haben Hitler besiegt und Putin werden wir auch besiegen. Sie ist 1925 geboren worden und sie ist jetzt in Deutschland. Und das ist auch sehr wichtig für uns. Und noch ein wichtiger Moment. Die jüdischen Museen in der Ukraine, in Czernowitz, in Odessa, in Dnipro, in Kharkiv, in Kiew auch,
Diese jüdischen Museen sind ein Teil von der ukrainischen Kultur. Die jüdische Gemeinde der Ukraine teilt jetzt das Schicksal des Landes, die jüdische Community sozusagen. Die Gemeinde hat gesagt, sich dazu bekannt, es ist unser Heimat und wir teilen dieses Schicksal. Und jetzt an der Front in der ukrainischen Armee gibt es auch jüdische Soldaten, religiös, nicht religiös, ukrainische Staatsbürger, die jetzt zur Waffe greifen, um ihre Welt und ihre Werte zu beschützen. Frau Roth hat gesagt, Demokratie ist ein Schatz, das wir verteidigen sollten. Und die jüdischen Mitbürger sind auch an dieser Linie der Verteidigung und die verteidigen. Ich habe einen Freund, Historiker, Politologe, der ist Maxim Gon, der ist 56, entschuldigen Sie. Der hat keiner gezwungen, der ist als Freiwilliger in die Armee gegangen. Er hat gesagt, ich habe seit Jahrzehnten gelehrt, meine Schüler, meine Studenten gelehrt, ein Bürger, ein Mensch zu sein. Jetzt muss ich auch dafür einstehen. Ich bin ein Ukrainer jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung und ich sehe meine Zukunft hier in diesem Land und wir sind jetzt, wurden jetzt von einem totalitären Land überfallen, das uns wieder kolonisieren möchte. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zurück. Wir wollen nicht in dieses KZ zurück. Gulag oder Gulag eher passender. Und nicht keine Kolonie mehr sein. Deshalb muss ich diesen Kampf unterstützen. Und danke auch, dass Deutschland auch uns darin unterstützt. Und man sollte aber die Verbrecher auch beim Namen nennen und als Verbrecher brandmarken. Und wir dürfen ihnen keine Chance lassen, hier zu entkommen, unbestraft zu entkommen, weil täglich werden Menschen getötet. Und das sollten wir uns alle vor Augen halten. Ja, Herr Podolski, ganz herzlichen Dank. Wir nehmen uns diese Worte zu Herzen, aber wir nehmen sie auch als Auftrag. Und seien Sie unserer Solidarität gewiss. Wir werden nicht müde zu unterstützen, wo wir können. Und ich freue mich, dass Sie heute wenigstens auf diesem Wege dabei sein konnten. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Roth, Frau Azoulay, an Sie, verehrtes Publikum, Frau Berg und Kolleginnen und Kollegen hier vom Jüdischen Museum Berlin. Ich darf noch einmal an den Spendenaufruf erinnern. Das sehen Sie mir nach. Es ist für die gute Sache. Und wir haben, sollten wir nicht auf alle Fragen eingegangen sein, haben wir noch die Gelegenheit, bei einem kleinen Snack und bei ein paar Getränken uns noch weiter im Gespräch zu vertiefen. Herzlichen Dank. Dürfte ich noch einen kleinen Werbeblock loswerden? Immer gerne. Wie Sie sicher wissen, fängt am Donnerstag die Berlinale an. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Und bei dieser Berlinale wird Ukraine und der ukrainische Film ganz besonders auch im Fokus stehen. Und bitte schauen Sie sich die Filme an. Es werden viele junge ukrainische Filmemacher, Macherinnen auch da sein. Ich gehe davon aus, dass Präsident Zelensky auch Worte an die Berlinale finden wird und es wird eine besondere Herausforderung sein am Freitag, am 24. Während des Festivals natürlich dem ersten Jahrestag des Beginns des Krieges zu gedenken. Also bitte schauen Sie sich an, es sind junge ukrainische Talente da, Schauspieler, Schauspielerinnen. Und ich werde am Montag mit meiner französischen Kollegin und meiner Luxemburger Kollegin einen Unterstützungsfonds, einen europäischen Filmunterstützungsfonds vorstellen, den wir gemeinsam auf den Weg bringen, um ukrainische Filmemacher zu unterstützen, die ihre Filme nicht fertig machen konnten oder die aus sehr, sehr gutem Grund neue Filme genau über das, was jetzt passiert, machen wollen. Also bitte schauen Sie sich an und wenn Sie es schaffen, gucken Sie sich auch Filme an. Ich glaube, der Film ist ein wunderbares Mittel, uns sehen zu lassen, was los ist in der Welt.